Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Beholder. Wir sind hier unterwegs und sind überlegen, ob wir denn den Job von Papanendo hier annehmen wollen mit dem Fischdosen und Fischkonserven. Wir haben das schon einmal gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Auf jeden Fall ging es schief und da musste ich sehr viel Geld an ihn bezahlen. Und Geld ist wichtig. Ich würde es aber trotzdem versuchen. Und dementsprechend stimmen wir mal zu, weil wir haben nämlich die Aussicht, Geld zu kriegen. Und hier sehen wir es, eine Kiste mit 50 Dosen. Der Großhandelspreis pro Dose liegt bei $50. Auf dem Markt können sie für jeweils 100 verkaufen. Deshalb kostet die Kiste $3000. Sie geben mir 3000, dann verkaufen sie sie. Wenn sie mehr als 3000 rausbekommen, gehört der Rest ihnen. Haben sie meine Großzügigkeit bemerkt? Ja, jetzt habe ich halt hier die Dose. Und das mache ich dann mal. Ich guck mal, wie ich die loswerde. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht über die zu erfahren. Und es gibt eine neue Anordnung. Was ist denn jetzt verboten? Mineralwasser ist verboten. Das hätte ich natürlich gerne gehabt. Aber war es nicht so, dass der Pomanendo hier ausländische Münzen hatte? Ah ja, er sammelt Münzen. Er hat keine ausländische Währung. In Ordnung. Weil der Spack gerade hier unten ist, können wir hier reingehen. Und wir können dann nochmal die restlichen Kameras einbauen. Mit dem Blick natürlich immer hier unten auf die Küche, wo er gerade im Stehen seine Suppe löffelt. Und wir müssen dann auch nochmal schauen, wir brauchen noch den Kochtopf für unsere Frau. Wir müssen nach den Büchern gucken für unseren Sohn. Da werden wir sicherlich beim Archivar ein bisschen vorwärts kommen, also müssen wir bei den Ranex allgemein unterwegs sein. Aha, Tennis spielend. Gut zu wissen. Und wir müssen die Puppe suchen von unserer Tochter. Die wird aber auch irgendwo liegen. Ich glaube, die ist sogar im Notfall sogar hier im Zimmer drin. Bin ich mir nicht mehr sicher. Der Hehler hier, den können wir auch ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht kann ich sogar ihm den Fisch direkt andrehen. Das wäre auch ganz cool. Und im Prinzip brauche ich ja nur eins machen. Was ist hier los? Irgendwas war da gerade. Fernglas, Whisky, Ersatzteile. Er benutzt Hanteln. Aha, interessant. Der Arzt lebt gesund und verschreibt Whisky. Das kann man durchaus mal machen. Sehr gut. Jetzt gehen wir aber erstmal hier zum Händler und werden ihm mal ein bisschen was verkaufen. Was machen sie denn? Das kannst du haben, das auch, das sowieso, den Müll kriegst du auch wie immer zugeschmissen. 3000, dann machen wir kein Verlustgeschäft, machen wir es so, hier kriegst du es, dann bin ich mich direkt die ganzen Sachen los. Jetzt müssen wir hier runtergehen, schauen, was hier unten los ist. Wer will was von uns? Der Herr Spack will was in der letzten Ecke. Hallo. Möchten Sie reden? Ich habe eine Bitte. Eine persönliche Bitte. Eine sehr persönliche Bitte. Ich bin ganz Ohr, Aloysius. Aufgrund meines Berufs habe ich keine Zeit für ein Privatleben. Es ist meine Bürgerpflicht, die Menschen rund um die Uhr zu retten. Ich weiß, dass man mir das nicht ansieht, aber ich bin sehr schüchtern mit den Frauen. Ich bin verlegen und schäme mich. Und jeder Teil meines enorm begabten Körpers schwitzt. Und was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie ein Deo? Ihre Frau ist fantastisch, Karl. Sie können gut mit Frauen umgehen. Ich bin einsam. Finden Sie eine Frau für mich, Karl. Sie wäre eine gute Frau fürs Schlafzimmer und die Küche. Okay, 24 Stunden Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben relativ viel zu tun in den nächsten 24 Stunden, wenn wir alle Aufgaben erfüllen wollen. Aber zunächst einmal, tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern, das kennen wir schon. Deswegen nehmen wir das hier. Junge, hübsche, sozialattraktive Frau sucht guten, situierten Mann für eine feste Beziehung. Telefon. Anrufen, sie werden es nicht bereuen. Das werden wir dann auch in nächster Zeit machen. Aber zunächst einmal warten wir hier oben auf die Ranex. Weil dann kriegen wir das nämlich alles ineinander hier ab. Nur warum ist jetzt diese Aufgabe nicht weg? Ich bin doch das Ding losgeworden. Ich habe doch die Dinger verkauft. Okay, wir klopfen hier mal an, weil wir den Besuch dann provozieren wollen.
So, jetzt reden wir ganz kurz mit ihm, wo wir hier geklopft haben. Mehr gibt's nicht. Okay. Dann halt nicht. Schön, dass auch beide zusammenkommen. So, zunächst einmal fragen wir sie, die Frau Ranek. Schönen Nachmittag. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister. Ich heiße Rosa Ranek. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn. Er ist genau wie Sie, aber er wohnt in der Hauptstadt. Gut, fragen wir mal nach dem Mann. Mark hat sein ganzes Leben lang immer schief gearbeitet. Er mag seine Arbeit. Er ist mit viel Papierkram beschäftigt und hat nur wenig mit anderen Menschen zu tun. Er verbringt seinen Urlaub mit seiner Angelrute. Das wissen wir schon, deswegen gibt es dafür keine Kohle. Nach den Kochtopf-Fragen. Haben Sie einen großen Kochtopf? Meine Frau hat ihn in unserem alten Haus vergessen und meine Tochter möchte Kompott. Nein, mein Lieber. Ich und mein Mann leben schon seit vielen Jahren allein. Wir brauchen nichts Großes. Ich habe alles schon vor langer Zeit zum Säckenhändler angebracht. Gut, dann kriege ich das, glaube ich, bei Schimmers. Ich wollte Sie nach Klaus Schimmer fragen. Macht er eben Probleme? Er ist ein integrer Mann. Ein integrer Mensch. Er hat mir geholfen, eine schöne Flasche des Xerxes-Weins zu besuchen. Er ist ein Weinexperte im Gegensatz zu meinem Opa. War es das schon? Haben wir jetzt mit allen gesprochen über Schimmers? Einsamer Aloysius. Wir müssen noch mit der Ehefrau reden. Hier, Ranek, warten Sie mal kurz. Ihm wollte ich, glaube ich, auch noch was, oder? Bücher für Patrick. Herr Mark, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Wo kann ich Wirtschaftslehrbücher finden? Die Universität hat mein Sohn eine Liste mit Büchern zum Lernen gegeben, aber keine der Buchlagen führt sie. Bibliothek ist eine Option, aber dort ist immer eine Schlange. Was bestimmt nicht mit der Bibliothek? Dort ist es ruhig für einen jungen Mann. Ein netter Platz, um Zeit zu verbringen. Würden Sie Ihr Geld nicht für etwas Nützliches als Bücher ausgeben? Danke, aber ich bezweifle, dass mein Sohn Ihren Rat schätzt. Gut, das ist dann mit den Schimmers. Muss ich dann reden. Das heißt, die Schimmers haben für mich die Sachen, die ich brauche. Und dementsprechend kann ich hier aktuell nichts tun, außer nach dieser blöden Puppe Ausschau halten. Mehr geht nicht gerade. Ich glaube, ich gehe da oben nochmal in der Wohnung durch. Vielleicht finde ich da was. Notfalls, um sie halt wenigstens zu erpressen. Noch 18 Stunden. Aloysius hat ein bisschen mehr Zeit. Dann nehme ich mir da auch die Zeit bei ihm, was das angeht. Das ist alles irrelevant. Ist alles schon durchsucht worden. Nichts Neues bisher. Ist auch alles bekannt. Patrick Stein interessiert mich aktuell nicht, was mein Sohn will. Das Buch wird er dann wahrscheinlich von Schimmers kriegen. Ich dachte echt, dass die Ranex dafür hilfreich wären, aber anscheinend war ich damit falsch gewickelt. Das wissen wir auch schon alles. Ja, da gibt es hier nichts Neues. Wenn wir ein paar Berichte schreiben, bis die Schimmers wieder da sind, weil wir noch 15 Stunden Zeit haben und dann müssen wir die Sachen alle abgeben können. So. Also, die Frau Philologin, die mit ihrem, Mann da wohnt, in Wohnung 1. Sie spielt gerne mal auf der Geige. Und bei ihnen haben wir noch ein paar Sachen erfahren. Er ist der Tabakverkäufer. Wohnt mit seiner Frau da. Das sind leider nur die Ranex, die sind für mich erstmal irrelevant. Ach ja, wir können hier mal ein Profil über unseren Herrn Arzt schreiben. Guck mal, was das an Kohle gibt. Unser Arzt, der alleine wohnt. In Wohnung 2. Ist ein Aloysius Spack. Da müssen wir nichts Neues. Der Weintrinker. Im Archiv. Den dürfen wir nicht vergessen. Ranek. Und jetzt haben wir halt noch was über unseren Herrn Schiffsmenschen.
Bootsmann, der alleine wohnt, männlich, Wohnung 4 und heißt Jones Papanendo. So, und jetzt sind die Schimmers auch da. Dann können wir das nämlich direkt klären, weil wir nur noch 10 Stunden Zeit haben. Das heißt, ich muss mit Schimmers Ehefrau sprechen und ich muss Buch und Ding organisieren. Ich glaube, ich habe das zu knapp gehalten, ehrlich gesagt. Hallo, Kochtopf. Ich spreche jetzt mit meiner Frau, Maria. Ich weiß nichts über Haushaltsthemen oder Geschirr. Ich muss jetzt in einem Tupperwagen arbeiten. Die Decken sind so niedrig, ich muss meinen Kopf einziehen. Ich habe Chefökonom gearbeitet, aber das ist schon lange her. Patrick fragen. Sie sind doch ein gebildeter Mensch, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Das hat mir schon... Oh, das Problem ist mir gut bekannt. Es ist nicht so die nur die Schlange. Die Tage sollten Sie auch mögen. Wenn nicht, schicken Sie einen ohne Erklärung fort. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn Sie Ihrem Sohn beim Lernen helfen würden. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenige Menschen diese Meinung teilen. Vielen Dank dafür. Gut, dann beenden wir erstmal die Konversation. Ich würde gerne mit Ihrer Frau reden. Hier, hallo, Ihre Frau. Ah, das wird zu knapp, 9 Stunden. Ich hoffe, es sind keine Langschläfer. Ich klopfe jetzt nochmal in der Hoffnung, dass seine Frau kommt. Nicht er. Jeans sind verboten. Ah, die pennt schon. Verdammt. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, meine lieben Freunde. Patrick, hier ist dein Buch. Ja, habe ich. Hier sind deine Bücher. Da kannst du nämlich direkt lernen. Dann ist Nummer 1 erledigt. Vertrauen und Fürsorge. Martha, ihre Puppe. Und jetzt brauchen wir noch das. Oh, das wird verdammt knapp alles. Ich habe mich ein wenig verkalkuliert, was die Zeit angeht. Socken nehmen wir mit. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr. Wir handeln. Und zwar kriegt er wieder ein paar Müllsachen von mir. Leider sind die Jeans jetzt teuer geworden. Die hätte ich früher kriegen müssen. Aber ich habe mich da echt ein bisschen dumm angestellt. Das war vom Timing her ganz schlecht gemacht. Ich habe es zu sehr nach hinten gezögert. Vor allem die Aufgaben mit den Schimmer. Die habe ich zu sehr vernachlässigt. Ich meine, diese kleine Nebenaufgabe jetzt mit meiner Familie. Ja, schön und gut. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich die gelöst hätte. Aber so ist das jetzt eher unpraktisch, weil ich diese Aufgabe nicht hinkriege. Nicht nur wegen der Reputation, vor allen Dingen wegen des Geldes, das mir halt aus den Taschen geht. 150 Reputation ist nicht so schlimm. Aber hier halt $500 wäre nicht schlecht gewesen, vor allem die Aufgabe eben fürs Ministerium zu machen. Das Einzige, was ich versuchen könnte, wäre sie einfach rauszuklopfen. Oh, sie ist wach. Schnell, klopf an. Komm schon, noch 2 Stunden Zeit mit Schimmer zu reden. Nicht er, sie soll kommen. Komm schneller, komm schneller, komm schneller. Sie haut sich morgens direkt mal was rein. Ja, auch cool. Es klappt nicht mehr. Die Olle soll mal kommen jetzt. Toll. Zeit ist weggerannt. Ärgerlich. Jetzt brauche ich den Kochtopf nicht mehr. Was ist Karl? Was ist passiert? Martha ist krank, Karl, und wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas für unsere Kleine suchen? Ich habe ewig Schlange gestanden, nur um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Nein, es ist nur Fieber. Ach, verdammt. Jetzt habe ich die Aufgabe nicht erfüllt. Ja, das ist extrem unschön. Naja, können wir jetzt nicht mehr ändern. Muss ich den Bericht so schreiben, wie jetzt zusammengekommen ist. Was wir aber machen können, ist auf jeden Fall oben die Wohnung mal beide reparieren. Und dann im besten Fall auch direkt eine vermieten. Schade.
brauchen auf jeden Fall neue Kameras. Gut, in der einsamen Aloysius können wir dir nichts machen. Da rufen wir dann einfach mal die Nummer an und sagen hier, Aloysius, ich habe da wen für Sie. Die Nummer wählen. Ja. Hallo, ich heiße Karl, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Interessant, erzähl mir von sich. Oh nein, das ist für ein Freund von mir. Er ist ein bisschen schüchtern, deshalb helfe ich mir in seiner Privatangelegenheit. Sind Sie bereit, einen großartigen Doktor kennenzulernen? Ein Doktor? Wie lautet sein Name? Aloysius Spack. Ist er derjenige aus dem Zeitungsartikel? Ich muss überlegen. Ich werde in ein paar Stunden nochmal anrufen. Okay? Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ja. Mach das mal. Ich habe ganz vergessen, dass das auch noch ein paar Stunden dauert, bis sie sich meldet. Ja, dann müssen wir halt warten, ne? Das ist schnell gemacht. Martha ist krank. Da muss ich warten, bis der Healer kommt. Vorher kriege ich keine Medizin. Und den Bericht über Klaus Schimmer kann ich auch noch ein bisschen vor mich herschieben. Den muss ich nicht direkt machen. Ich werde auf jeden Fall das Aspirin direkt kaufen, wenn der Healer da ist. Einmal ans Telefon gehen. Hörer abnehmen. Privaten Anruf. Hallo Karl, hier ist Clara. Sie haben mich vor ein paar Stunden angerufen. Ich werde Ihren Doktor treffen. Geben Sie meine Nummer und das geheime Wort. Erdbeer mit Schlagsahne. Haben Sie es aufgeschrieben? Ich werde auf einen Anruf warten. Hier, Aloysius. Fährst du weg oder bleibst du hier? Wenn du wegfährst, dann du bleibst da, dann warte ich noch. Dann zücke ich das nämlich bis zum Ende der Folge raus, soweit es geht. Das ist vielleicht ein bisschen riskant, aber das kriege ich schon hin. Einfach nur den Blick hier auf die Wohnung halten, ein bisschen auf die Uhr. Ansonsten steht der Plan. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall die Aspirin als erstes kaufen, sobald der Healer da ist. Damit nämlich die Aufgabe nicht auch schief geht. Den Aloysius Spack müssen wir eine Zeit lang bei uns behalten, weil er nachher wichtig ist, um eventuell Martha zu retten. Den Bericht schreibe ich auch schnell. Das kann ich wirklich rauszögern bis kurz vor Ende. Jetzt werden wir hier mal anklopfen, weil er eine Zeit lang braucht, um vor zur Tür zu watscheln. Na gut, er war schon hier vorne. Wir müssen es ja nicht zu knapp machen, das Ganze. So, jetzt kann ich auch mit ihm reden. Hallo. Erstmal nach Aspirin fragen. Haben Sie Aspirin? Warum mögen alle diese Pillen? Können Sie mir diese Medizin beschaffen? Es bricht mein Herz, das sagen zu müssen, aber nein. Aber ich bin nicht berechtigt, Arzneimittel zu verschreiben und zu erhalten. Sie müssen ins Krankenhaus oder mit jemandem tauschen, der seine nicht braucht. Okay. Über die Einsamkeit sprechen. Irgendwelche Vorlieben? Wen möchten Sie kennenlernen? Irgendjemand. Ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Wer ist sie? Ja. Ich kann es gar nicht erwarten, Sie kennenzulernen. Die Nummer ist 237-451. Rufen Sie sie an. Sie erwartet drauf. Ich werde Sie heute anrufen, aber erst muss ich mir ein Herz fassen. Können Sie einen Schokoriegel für mich finden? Man kann schließlich nicht mit leeren Händen zu einer Verabredung gehen. Natürlich kann ich das. Wie per Telefon, dauert 12 Stunden. Da werden wir gleich mal schauen, ob der Healer in naher Zukunft kommt, weil dann mache ich das nämlich direkt noch. Oh, da unten will ich noch was von mir. Wir müssen da unten eigentlich auch noch Kameras hinmachen. Was ist Karl? Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, Karl. Sie sind sehr nett. Mir wurde gesagt, dass gelegentlich ein Mann mit einem Zylinder in der Nähe des Hauses herumspaziert. Du kannst einige Dinge von ihm kaufen. Welche Dinge? Antiquitäten? Hast du nicht genug Sachen? Hör mir erst zu. Du hörst nie zu, was ich dir sage. Dreh nicht gleich durch. Ich wollte dich nicht verletzen. Du bist der Meister der schlechten Laune. Oh. Manchmal glaube ich, ich lebe mit einem... Was hast du über den Händler gesagt? Man sagt, er verkauft neue Haushaltswaren. Die alte Frau im zweiten Stockwerk zeigte mir die parfümierte Seife, die sie von ihrem letzten Monat gekauft hat. Moment nicht, aber es gibt auch andere nützliche Sachen. Wir haben eine ganze Kiste voller Teer, die ich mit unseren Rationskarten gekauft habe. Ich kann nicht lesen. Karl, du bist unerträglich. Du hast einen Strick um den Hals verdient. Geh, lerne ihn kennen und kaufe Süßigkeiten für Martha. Die arme Kleine hat schon seit Monaten keinen Bonbon mehr gegessen. Warum brauchst du keine große Sache? Ich besorge welche. Tief durchatmen. Würde ich gerne machen. Ich muss nur warten, bis er kommt. Warten wir halt noch einen Moment. Wenn der Händler da ist, kann ich das nämlich dann direkt alles abfertigen. Sowohl für den Herrn
Spatz als auch für unsere Tochter. Dann muss nur noch kommen, der Hehler. Da kommen sie alle angelaufen. Alle in einer Gruppe. Ja, ansonsten lief es doch ganz gut, abgesehen von diesen zwei Aufgaben, die wir nicht hinbekommen haben, weil die Frau Schimmer zu langsam aus dieser Wohnung raus wollte. Oder weil er dauernd an die Tür geht. Sonst hätte ich von ihr den Kochtopf bekommen für Martha, für Anna. Ich hätte dann die Informationen über ihren Mann noch erhalten, hätte dementsprechend einen Bericht schreiben können. Aber es sollte nicht sein. Es hat einfach nicht sein sollen. Jetzt müssen wir wirklich warten, bis dieser Nathanael Kehrer auftaucht. Damit ich ihm wunderschöne Sachen abkaufen kann und vor allem ihm noch ein bisschen Schrott verkaufen. Hier diese Briefe zum Beispiel. Aber wir können in der Zwischenzeit zu Hause nochmal ein bisschen durchsuchen, ob es da vielleicht was gibt, was wir verkaufen könnten, wenn er dann kommt. Nein, ich will nicht mit meinem Sohn reden. Nee, das kennen wir alles schon. Da ist er doch. Da bist du ja, Nathan Kehler. Hast du aber ganz schön Zeit gelassen, mein Freund. So, zunächst einmal kriegst du den Rotz hier. Und ich hätte von dir gerne einen Schokoriegel und Bonbons. Wo sind denn Bonbons? Ach ja, Aspirin brauche ich ja auch. Bin ich blind, dass ich keine Bonbons sehe? Ganz oben waren sie. Vielen Dank. Jetzt können wir hier... Wahrscheinlich pennt der gerade, oder? Ich wecke ihn jetzt einfach auf, da kenne ich nichts. Tut mir leid, Herr Spack, aber ich muss Ihnen relativ schnell noch was abgeben, sonst kriege ich die Aufgabe auch nicht gebacken. Das machen wir noch ganz schnell und dann sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Bisschen länger geworden, aber nur weil er sich so verspätet hat. Moin, moin, Chef. Ja, ich wollte gar nichts doch. Über Schokolade sprechen. Hat die Schokolade mitgebracht? Ich habe es gekauft. Super, ich bin bereit, zu einem Date zu gehen. Bitteschön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herr von und zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Einschalten und hoffe, ihr seid dabei, wenn es beim nächsten Mal weitergeht bei Beholder. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.